In diesem Video geht es um den Unterschied zwischen PCB und PTB, also auf der einen Seite Printed Circuit Board, die Platine, gegenüber PTP, Point-to-Point Wiring, Handverdrahtung bei der Schaltungstechnik. Wir sehen hier verschiedene Beispiele im linken Bild, so wurde das früher gemacht, zum Teil auch heute noch. Auf einer Hartpapierplatte wurden die Bauteile an Lötstützpunkten angelötet, zum Beispiel hier oder auch hier zwischen Lötösen angelötet. Und von diesen Lötösen ging es dann über Drähte weiter zu den Röhrenfassungen oder zu anderen Lötösen. In der hier dargestellten Weise wurden bei Röhrenverstärkern die Bauteile elektrisch verbunden. Entweder über so ein Turretboard, kleine Türmchen, kleine Lötstifte hier, oder ein Tagboard mit Lötösen oder so ein Eyeletboard. Das sind dann hier Hohlnieten und in die werden Bauteile eingesteckt und Drähte angelötet. Die neuere Variante ist die gedruckte Schaltung, die Platine. Da sitzen die Bauteile auf einer Seite. Ihre Anschlussdrähte gehen durch Löcher auf die Gegenseite. Dort sind Kupferbahnen, die man hier so ein bisschen durchscheinen sieht und da wird dann gelötet. Nun ist die große Frage, klingt das generell schlechter, wenn ein Verstärker in Platinentechnik hergestellt wird? Oder ist da kein Unterschied? Oder gibt es Unterschiede, die aber andere Ursachen haben? Wir sehen hier mal die typischen Komponenten. Das sind Kopien aus Katalogen der 60er Jahre. Lötösenleisten, auch wenn es hier mal Löteisen heißt, das sind trotzdem Lötösenleisten. Radio Rimm in München. Die dunkelbraunen wurden Pertinax genannt, die hellbraunen Super Pertinax. Und da gab es in unterschiedlicher Form so Lötösenleisten, an die man die Bauteile anlöten konnte. Das hier rechts oben ist schon eine modernere Variante. Die Materialien unterscheiden sich hier ganz wesentlich. Man unterscheidet hier verschiedene Klassen. Dieses FR steht für flammenresistent. FR1, FR2 ist Papier mit Phenolharz getränkt. Nimmt man heute nicht mehr gerne. Zum einen sind diese Hartpapiere hygroskopisch, das heißt, sie können Wasser einlagern, was dann für die Isolation schlecht ist. Zum anderen gibt es gesundheitliche Bedenken. Etwas besser war dann Papier und Epoxidharz, aber heute ist der Standard FR4, Glasfasergewebe und Epoxidharz. Sehr dauerhaft. Kleiner Nachteil, diese Glasfasergewebe führen zu einem hohen Bohrerverschleiß. Man muss hier mit Hartmetallbohrern arbeiten. Wenn man die beiden Fertigungsverfahren, die beiden Verbindungstechniken vergleicht, Platine gegen Punkt-zu-Punkt-Verbindung, gibt es doch eine ganze Reihe von Kriterien, die man hier berücksichtigen muss. Es geht um die Frage, wie ist es mit der Zuverlässigkeit? Das hat zunächst mal mit dem Klang, mit dem Sound überhaupt nichts zu tun. Ist die Platine zuverlässiger oder unzuverlässiger? Dann geht es natürlich um die Bauteile, die auf dieser Platine oder zwischen den Lötösen sitzen. Wenn man alte Verstärker und neue Verstärker vergleicht, dann hat sich da in der Regel nicht nur die Verdrahtungstechnik geändert, sondern da haben sich auch die Bauteile geändert. Bei den Bauteilen ist ein ganz wichtiger Meilenstein die Entwicklung der Transistorverstärker, die nicht ganz streng an die Platinenentwicklung gekoppelt ist, aber so in etwa parallel geht zu der Zeit, als die ersten Transistorverstärker kamen, kamen dann auch Platinen in den Verstärkern zum Vorschein. Und da kann es nun natürlich gut sein, dass ein Musiker mit dem Klang der Transistorschaltung nicht zufrieden war und es auf die Platine geschoben hat. Die Leitungsführung, da wird es dann wieder ziemlich technisch. Inwieweit können sich Kapazitäten ändern? Kann sich die Masseführung ändern? Wie ist es mit den Isolationswiderständen? Spielen die eine Rolle? Ist da Platine oder Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung besser?
Wie ist es generell mit der Entwicklung der Schaltung? Hat sich vielleicht beim Schritt von der Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung zur Platine auch etwas an den Schaltungen getan? Wurden die verbessert, was von den Musikern vielleicht als Rückschritt empfunden wurde? Und dann gibt es noch das Thema, das mit Technik überhaupt nichts zu tun hat. Dann heißt es bei einem Gitarristen vielleicht, ich spiele Hendrix nach und selbstverständlich brauche ich da einen Verstärker, der genauso aufgebaut war, wie das bei Hendrix der Fall war. Also um Gottes Willen keine Platine. Es gibt viele Gründe, schauen wir uns die mal der Reihe nach an. Die Zuverlässigkeit. Bei einer gedruckten Schaltung gibt es ein Trägerboard, die Platine, die wir hier sehen, mit Löchern. Durch diese Löcher werden die Anschlussdrähte der Bauteile gesteckt. Auf der Unterseite sind Kupferbahnen aufgeklebt. Die sind hier mit einem grünen Lötstopplack abgedeckt, deswegen sind die nicht rot, sondern grünlich. Und hier sieht man die Lötstelle. Da ist die Verbindung zwischen Draht und Kupferbahn. Und da gibt es jetzt kleine und größere Bauteile. Und das kann schon mal ein Problem sein, wie man hier sieht, wenn das Bauteil vibriert und das tut es in einem Gitarrenverstärker, dann kann sein, dass es nach unten hin diese Kupferbahn ablöst. Die kann dann hier brechen. Da gibt es eine Leitungsunterbrechung und dann funktioniert der Verstärker nicht mehr oder nicht mehr richtig. Das ist also die schlechte Variante. Besser ist es, wenn die Platinen durchkontaktiert sind. Da wird hier auch das Loch verkupfert und danach wird alles mit Lötzinn aufgefüllt. Das hält gut. Solche Verbindungen können problematisch sein. Die Kleber verspröden im Laufe der Zeit, kristallisieren aus, sodass sich die Kupferbahnen ablösen. Oder sie brechen dann direkt, weil die Kräfte zu groß werden, wenn große Bauteile hier auf- und abschwingen. Und hier sieht man schon, es gibt große Bauteile. Das ist jetzt noch die alte Variante. Diese Bauteile sind an Lötstützpunkten festgelötet. Diese Lötstützpunkte halten sehr gut. Da passiert kaum was. Aber wenn man jetzt einfach 1:1 umsetzt und derartig große Bauteile auf eine schlechte Platine lötet, und dann wird der Verstärker in den Kofferraum, in den Transporter geworfen, auf die Bühne gestellt, vom kalten Raum in den warmen, vom feuchten ins trockene und wieder ins feuchte, dann kann man sich schon vorstellen, dass die Belastung, die mechanische Belastung, viel größer ist als bei einem Stereoverstärker, der sein Leben in einem Wohnzimmer verbringt. Und da war wohl schon das Problem, dass die Entwickler zunächst nicht wussten, wie sie für Gitarrenverstärker dauerhafte Platinen bauen sollen. Und dann ist es eben vorgekommen, dass diese platinenbestückten Verstärker ausgefallen sind oder plötzlich ihren Klang geändert haben. Es muss ja nicht immer zum kompletten Ausfall führen, wenn hier irgendwo eine Leiterbahn unterbrochen wird. Und da war der Musiker unzufrieden und hat gesagt, Platine taugt nichts. Aber das heißt jetzt nicht, dass Platine generell schlechter ist. Wenn man die Platinenfertigung im Griff hat und weiß, worauf man achten muss, kann man natürlich auch mit Platinen hervorragende Verstärker bauen. Hier haben wir mal so ein Produkt, bei dem zwei Entwicklungen Hand in Hand gegangen sind. In den 60er Jahren hat Fender die Solid-State-Linie auf den Markt gebracht. Die waren gar nicht so schlecht wie ihr Ruf, aber ihr Ruf war halt schlecht und deswegen hatten die Verstärker nie einen besonderen Erfolg. Wir sehen hier mal die Platine aus so einem Verstärker. Auf der Unterseite muss man sagen, das sieht schon ziemlich gebastelt aus. Noch kein Lötstopplack und zum Teil sehr kleine Lötaugen. Hier bei diesen Schaltern ist die Verbindung miserabel. Das war dann auch der Grund, warum dieser Verstärker nicht mehr richtig funktioniert hat. Also da gehen zwei Dinge Hand in Hand. Zum einen gab es natürlich Änderungen im Übertragungsverhalten, wie sich die Schaltung von der Röhre zum Transistor geändert hat. Und zum zweiten gab es Probleme bei der Zuverlässigkeit.
Wer sich für diesen Verstärker mehr interessiert, es gibt von Tilman Zwicker einen sehr interessanten Artikel, kann man sich hier von der Webpage downloaden. Die Bauteile dieser Verstärker verdienen besondere Betrachtung. Es geht um Kondensatoren, Widerstände, Potentiometer und da sehen wir zum Teil erschreckende Toleranzen. Elkos Elektrolytkondensatoren mit Toleranzen von -20 bis 50%. Kann das tatsächlich sein, dass Bauteile verbaut wurden mit 50% Toleranz? Dann liegt es vielleicht gar nicht daran, dass ein Verstärker mit Platinen realisiert wurde, sondern vielleicht einfach daran, dass beim Vergleich zweier Verstärker die Hauptursache die Bauteiletoleranzen sind. Das müssten wir uns noch etwas genauer anschauen. Auch bei Widerständen, Potentiometern gibt es große Unterschiede, bei Röhren, Transformatoren, Lautsprechern sowieso. Also mal ein etwas genauerer Blick auf die Bauteile dieser Verstärker. Es liegt jetzt im Folgenden schon wieder der Fokus auf den Röhrenverstärker. Dieser Transistorverstärker hier war nur ein kurzer Abstecher, aber jetzt geht es wieder um Röhrenverstärker. Die Bauteile-Toleranzen verdienen eine genauere Betrachtung. Das sind ja doch stattliche Abweichungen. Hier ist eine Katalogseite aus den 60er Jahren und da sieht man Elektrolytkondensatoren +50%, -20%. Und in meinem Bauteilelager habe ich tatsächlich ein paar ältere Kondensatoren gefunden, zumindest -10, +50%, auch bei dem. Das sind schon erhebliche Abweichungen. Eine ganz andere Frage ist allerdings, inwieweit diese Abweichungen dann tatsächlich stören. Das hängt sehr davon ab, wo diese Kondensatoren in der Schaltung sitzen. Eine pauschale Aussage ist da gar nicht möglich. Was man auch noch beachten muss, neben diesen Toleranzen, der Temperaturbereich und die Lebensdauer. Oft heißt es ja, diese alten Kondensatoren sind ganz wichtig, teilweise werden die dann auch für viel Geld angeboten. Originalkondensatoren aus den 50er, 60er Jahren. Ich würde sowas auf gar keinen Fall verwenden, denn bei den Temperaturen ist es schon knapp. Hier steht Betriebstemperatur bis 70 Grad Celsius. Das kann in einem Röhrenverstärker durchaus erreicht werden. Hier steht zumindest 85 Grad. Es gibt auch Kondensatoren, die mit Temperaturen über 100 Grad spezifiziert sind. Aber diese 70 Grad, das ist nicht viel. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, die Lebensdauer ist gar nicht so hoch. 1000 Stunden bei 85 Grad. 1000 Stunden bei 70 Grad. Dass auch mehr möglich ist, zeigt dieser Kondensator 5000 Stunden bei 105 Grad. Das sind aber jetzt alles moderne Produkte. Wenn man mal rechnet, 1000 Stunden, 5 Stunden pro Woche, dann ist man bei ca. 4 Jahren. Da ist nichts mit 50 Jahren Betrieb und dann noch für Wahnsinnspreise weiterverkaufen. Uraltkondensatoren sollte man sicherheitshalber in einem Verstärker austauschen und durch moderne Produkte ersetzen, die dann wieder einige Jahre vor sich haben. Aber man findet zum Teil eben für durchaus stolze Preise heute angeboten 4 Vimadurolith-Kondensatoren für immerhin 29 Dollar. Da kommt dann noch der Versand dazu. Das ist schon ganz schön viel Geld und man muss sich fragen, ist es das wert, so NOS-Kondensatoren, New Old Stock, also wie sie damals produziert wurden, auf Lager gelegt und dann nach 50 Jahren wieder aus dem Schlaf erweckt und heute, weil es natürlich Vintage ist, für teures Geld angeboten. Sollte sich übrigens jemand an diesen Dellen stoßen, das ist original, das gehört so, das wurde ein bisschen umgebogen,
umgebördelt, würde der Hersteller sagen. Das ist kein Mangel, aber es gibt andere Mängel bei derartigen Kondensatoren. Ich habe diesen Typ auch in meinem Lager gefunden. Zwei Stück sind noch da gewesen. Und habe mal nachgemessen, ein 150 Nanofarad Kondensator hatte eine 26% zu große Kapazität, beim anderen waren 27%. Das sind doch ganz stattliche Toleranzen und dafür ist 29 Dollar schon ganz schön viel Geld, wenn man berücksichtigt, dass man heute entsprechende Kondensatoren für 40 Cent bekommt und wenn man 10, 20 Stück kauft, dann geht der Preis manchmal auch noch auf 25 Cent runter pro Stück. Die gibt es dann sogar in bedrahteter Form. Bedrahtet heißt nicht nur mit so kurzen Anschlussdrähten, sondern tatsächlich, wie es hier oben auch zu sehen ist, zylindrisch mit langen Drähten für kleines Geld. Ich kriege keine Provisionen, wenn ich hier auf die Hersteller, auf den Distributor hinweise. Es gibt eine ganze Reihe, die preiswerte Kondensatoren anbieten. Wenn man sie im Gitarrenzubehörhandel kauft, zahlt man oft 10-mal so viel. Ich habe derartige Kondensatoren auch zu Stückpreisen von 4-5 Euro gesehen, weil so ein Kleinhändler das natürlich auch erstmal einkaufen muss, auf Lager legen muss und dann natürlich den Preis nach oben schiebt. Das ist verständlich, aber wenn man weiß, im Internet findet man sehr schnell, dass es Distributoren gibt, die diese Kondensatoren preiswert anbieten, dann sollte man gleich direkt bei dem Distributor kaufen. Ja, jetzt aber zu den anderen Daten, die diese Kondensatoren noch haben und die ja auch wichtig sind. Hier zwei derartige WIMA-Kondensatoren, wie wir sie gerade gesehen haben, hier mit 150 Nanofarad. Und da sieht man, es gibt das Ganze auch in kleiner. Das ist jetzt einer, der hat zwar ein bisschen weniger Kapazität, aber der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Der ist schon ein gutes Stück kleiner, hat auch nur 5% Toleranz. Oder so ein Kondensator ist auch ein Stück kleiner. Die Baugröße, das Volumen, die Abmessungen, das kann unter Umständen eine kleine Auswirkung haben, wie wir im Folgenden noch sehen werden. Kondensatoren dieser Art werden gerne als Koppelkondensatoren eingesetzt. Die koppeln die einzelnen Röhrenstufen aneinander und müssen hohe Spannungen abblocken. An der ersten Röhre hier sind ein paar hundert Volt. Am Ende hier sollen es dann 0 Volt sein. Das heißt, an diesem Kondensator liegt eine höhere Spannung. Und deswegen muss er gut isolieren. Er hat noch weitere Funktionen. Er bildet zusammen mit dem Eingang hier, mit dem Potentiometer, einen Hochpass, dessen untere Grenzfrequenz von der Kapazität abhängt. Es gibt Ausgleichsvorgänge, wenn die folgende Stufe übersteuert wird, weil dann ein Gitterstrom fließt, der diesen Kondensator polarisiert. Das dauert eine gewisse Zeit, also es geht sehr schnell, aber eben nicht in der Zeit Null. Und dann wird der Kondensator wieder entladen. Diese Ausgleichsvorgänge, Laden, Entladen, spielen sich mit gewissen Zeitkonstanten ab, die von der Kapazität abhängen. Und wenn der Isolationswiderstand schlecht ist, verschiebt sich der Arbeitspunkt der folgenden Stufe. Alles das sollte man berücksichtigen, wenn man Kondensatoren einsetzt im Verstärker. Und nicht nur das Alter. Es ist großer Unsinn zu sagen, da nehme ich einen 50 Jahre alten Kondensator, zum Beispiel so einen, und dann ist der Sound perfekt. Kann sein, muss nicht sein. Ich habe hier mal so einen WIMA-Kondensator mit einer ganz einfachen Schaltung durchgemessen. Ein Netzteil 400 Volt, Kondensator 1 Megohm Widerstand. Das Messgerät hat 10 Megohm, also wenn man als Widerstand 1,1 Megohm nimmt, beide parallel schaltet, ist die Last hier 1 Megohm. Und da sieht man, an dem Widerstand, am Messgerät, liegt eine Spannung von ungefähr 1 Volt. Vollausschlag ist 10 Volt. Das heißt, der Isolationswiderstand ist schlecht.
Das ist genau so ein Kondensator-Typ, wie er da gerade eben im Internet angeboten wurde, 4 Stück 29 Dollar. Dieser Isolationswiderstand ist zu schlecht. Diesen Kondensator sollte man rauswerfen und nicht für teures Geld weiterverkaufen. So, Kondensatoren können sehr unterschiedlich aussehen, können vom Volumen her größer oder kleiner sein. Alle die hier gezeigten haben 47 Nanofarad und sind für 400 Volt spezifiziert. Der ist besonders klein, ein ganz hochwertiger Kondensator. Man kann hier nicht sagen, je größer, desto besser. Und man darf auch keinesfalls sagen, je älter, desto besser. Alte Kondensatoren müssen nicht zwangsläufig schlecht sein, sie können aber schlecht sein, weil die Kunststoffe verspröden, weil Feuchtigkeit eindringt, weil sich im Innern die Metalle irgendwie verändern. Und dann kann es eben sein, dass die Kondensatoren nach Jahrzehnten ihre Daten so schön langsam ändern. Hier sehen wir mal einige Beispiele. Die Schaltung jeweils, wie gerade gezeigt, 400 Volt. Und mit diesem Kondensator ergibt sich dann eine Spannung, die praktisch 0 ist. Es ist immer, wie es hier steht, 10 Volt Vollausschlag. Die Spannungen, wenn man das Instrument jetzt empfindlicher schaltet, liegen um die 10 Millivolt, also völlig unbedeutend. Wer ganz genau messen will, muss berücksichtigen, Parallaxenfehler, muss berücksichtigen, dass hier im Hintergrund das Spiegelbild zu sehen ist, zwischen beiden ist zu mitteln. Auch mit dem Kondensator, mit dem sind die Restströme vernachlässigbar. Die Spannung ist nahe bei 0. Die wären alle bezüglich ihres Isolationswiderstandes brauchbar. Die sind nicht brauchbar. In dem Fall, wie eben gezeigt, etwa 1 Volt. Hier sogar 9,5 Volt Potentialverschiebung. Das heißt, die folgende Stufe hat eine Arbeitspunktverschiebung, die jenseits von Gut und Böse ist. Wenn jetzt jemand sagt, ja, aber genau das ist doch der tolle Sound. Gerade weil dieser Kondensator so gealtert ist, verschiebt sich der Arbeitspunkt und deswegen verzerrt der Verstärker etwas, deswegen klingt es so gut. Dem könnte ich mich sofort anschließen, aber mein Vorschlag wäre, wenn man im Verstärker einen verschobenen Arbeitspunkt haben möchte, was bei Gitarrenverstärker ja durchaus gemacht wird, dann sollte man das auf eine sichere Art realisieren. Jeder, der Schaltungstechnik lernt, weiß, wie er Arbeitspunkte einstellen und verschieben kann. Dann nimmt man einen hochwertigen Kondensator, mit dem der Arbeitspunkt nicht irgendwo zu liegen kommt, sondern der sauber isoliert, und dann verschiebt man zum Beispiel mit Widerständen den Arbeitspunkt an die Stelle, wo man ihn braucht. Aber bitte nicht mit einem überteuerten, uralten Kondensator. Die sind nun wieder besser. Der ist zum Beispiel auch alt, das ist 60er Jahre, der isoliert gut. Der hält als Grenzspannung 1250 Volt aus, isoliert aber nicht ganz so gut. Es ist ausreichend für eine Röhrenstufe, diese kleine Verschiebung macht nichts aus. Aber es zeigt, hier gilt nicht, je höher die Prüfspannung des Kondensators, desto besser isoliert er. In dem Fall ist es nicht so. Mit anderen Kondensatoren kann das wieder anders sein. Bei diesem alten Zeug weiß man nie sicher, woran man ist. Man weiß aber, wenn man sogenannte Fachzeitschriften liest, dass nur diese alten Kondensatoren den originalen Sound bringen können. Dieser blaue, den wir gerade gesehen haben, wurde zum Beispiel unter anderem in alten Fender-Verstärkern verbaut. Und wenn es noch älter ist, dann sehen die Kondensatoren so aus. Man muss da generell fragen, ist das denn noch betriebssicher? Sind diese Kondensatoren noch gut? Kann sein, kann nicht sein. 1952. Fürs Museum zum Anschauen toll, aber ob man damit noch spielen will und kann, kann sein, kann nicht sein. Und da treten nun die selbsternannten Propheten auf den Plan, zum Beispiel Udo Pipper vor gar nicht so langer Zeit in der Zeitschrift Gitarre und Bass, und predigen ihre Lehren. Beispielsweise hier ein alter Fender-Verstärker,
diese roten Kondensatoren. Und da schreibt dann der Herr Pipper, diese Kondensatoren haben genau dieselben Klangeigenschaften wie ihre alten Vorbilder, bieten aber mehr Dynamik, Kontur und schönere Höhen. Also alles genau so, aber viel besser. Was soll dieser Blödsinn? Genau dieselben Eigenschaften, aber mehr Dynamik, Kontur und schönere Höhen. Tja, aber genau das ist der Unsinn, der von diesen und anderen Herren Monat für Monat verbreitet wird. Da werden irgendwelche Versuche gemacht, die nicht näher dokumentiert werden. Und dann wird berichtet, wie man den Verstärker umgebaut hat und ihn natürlich auch für Kunden gegen teures Geld umbauen kann und wie dadurch dann der Klang gewinnt. Was schreibt da noch der Herr Pipper? Die hier vorgestellten Kondensatoren sind natürlich alle auf ihre Sollwerte hin geprüft und weichen in jedem Fall nur weniger als 2% davon ab. Er schreibt allerdings nicht, welche Sollwerte er prüft. Vielleicht das Gewicht, keine Ahnung, das schreibt er nicht. Ich habe meine Messungen mit so einer Messbrücke durchgeführt. Nicht verwechseln, die ist nicht vom Herrn Pipper, mit der habe ich gemessen. Hier ein Kondensator aus einer Gitarre, 22 Nanofarad. Diese Messbrücke gibt als Messgenauigkeit, als Abweichung plus minus 0,02% an. Damit kann man genau messen. Mit welchem Messgerät er seine 2% festgestellt haben will, schreibt er nicht, weiß man nicht. Es ist sehr schwer vorstellbar, wenn man, wie er es hier gemacht hat und in vorherigen Versuchen gemacht hat, einen Verstärker mit so alten Kondensatoren ausrüstet, es können ja schnell 5 Stück sein oder noch mehr, dass man die dann mit 2% oder besser findet. Denn die streuen ja um durchaus 20%. Jetzt einen Kondensator zu finden aus diesen alten Beständen mit Toleranzen von weniger als 2%, kann ich mir schon vorstellen, 5 oder 10 zu finden mit so kleinen Toleranzen. Er schreibt es nicht, das muss offen bleiben. Vielleicht hatte er das Glück, aber solange nicht klar ist, welche Größe, welche Sollwerte hier besprochen werden, ist das Ganze unbrauchbar. Ist es die Kapazität? Ist es der Verlustfaktor? Kann er überhaupt einen Verlustfaktor erklären? Er schreibt an anderer Stelle ja so einen grandiosen Blödsinn, dass man fragen muss, versteht er überhaupt irgendwas von Elektrotechnik? Kann er, wenn es um Verluste geht, ein Serienersatzschaltbild in ein Parallelersatzschaltbild umrechnen? Ich bezweifle es. Er schreibt zum Beispiel auch, es geht um bestimmte Klangfarben und Eigenschaften, die sich der Messtechnik ganz offenbar entziehen und dennoch sind sie da. Tja, das hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel Ahnung hat man von Messtechnik. Und dann schreibt er noch, man muss sich irgendwann zwangsläufig auf das Gebiet der ästhetischen Parameter begeben, um dem Musiker entgegenzukommen. Nun ja, Psychoakustik geben mir da durch den Kopf, vielleicht meint er das, aber was seine ästhetischen Parameter sind, schreibt er auch nicht. Da wird ein Geschwurbel aus Pseudofachbegriffen über die Leser ausgegossen. Und die folgen ihm dann gläubig, so ist das nun mal mit den selbsternannten Propheten. Schauen wir uns ein bisschen mehr wieder die Technik an, Bauteile, Widerstände. Da waren bei den alten Verstärkern plus minus 10% Standard. Man sieht hier eine alte Schaltung und aus dem Buch über Fox Amplifier. Und bei vielen dieser Widerstände kann man so gerade eben erkennen, dass der 4. Farbring silberfarben ist. Und silberne Farbe heißt 10% Toleranz. Ist er golden, sind es 5%, rot wäre 2%, braun ist 1%. Heute sind 1%ige Widerstände Standard, kosten fast nichts, Metallfilmwiderstände. Man kann heute aber auch immer noch alte Kohlepresswiderstände kaufen. Die haben dann mit 10% die 10-fache Toleranz und kosten auch ungefähr 10-mal so viel, also passt in sich wieder irgendwie. Zu den Potentiometern. Da waren durchaus 30% Toleranz üblich. Das heißt, wenn 500 Kiloohm draufsteht, können das auch 600 oder sogar 700 Kiloohm sein. Aus einem Katalog von 1965 findet man hier
Gleichlaufabweichung maximal 6 dB. 6 dB, das ist plus 100 minus 50%. Bedeutet es nicht zwangsläufig, dass so ein 2x500 Kiloohm Potentiometer 2x1 Megohm hat. Der maximale Widerstand mag durchaus in etwa stimmen. Es bedeutet aber, dass unterwegs, wenn man diesen Schleifer irgendwo in die Mitte reindreht, die beiden Widerstände, die man hier einstellen kann auf gemeinsamer Achse, sich um 100% unterscheiden können. Das heißt, bei gleicher Winkelstellung des Knopfes ist der eine abgegriffene Widerstand doppelt so groß wie der andere. Das sagt dieser Terminus Gleichlaufabweichung maximal 6 dB. Das ist eine Menge. Und dieser Hinweis möge an all jene gehen, die beim Fenderverstärker genau spezifizieren, Bassregler auf 3,5, Höhenregler auf genau 6, ja. Und dann gibt es Abweichungen von minus 50 bis plus 100%. Wie gut die Potentiometer heute sind, generell kann man sagen, lineare Potentiometer sind in ihrem drehwinkelabhängigen Widerstand etwas genauer. Bei logarithmischen Potentiometern wird sehr grob approximiert. Röhren als nächste Gruppe, eine Gleichrichterröhre, und die zugehörigen Daten. Diese Röhre hat ihre Bezeichnung beibehalten, wurde aber über die Jahre verändert. Ich habe ein altes Datenblatt von 1951, das ist die unterste Linie, die gibt an, wie viel Spannung bei einem bestimmten Strom an der Röhre hängen bleibt. Wenn man also zum Beispiel durch diese Röhre 300 mA schickt, dann bleiben da ungefähr 105 Volt an der Röhre hängen. Ja, das wird man jetzt nicht als Gleichstrom da durchschicken. Gleichrichterröhren haben ja einen impulsförmigen Strom. Aber wer einfach mal jetzt Spannung mal Strom nimmt, sieht, wir sprechen da von ganz ordentlichen Leistungen. Und die will man eigentlich nicht in der Gleichrichterröhre haben, sondern doch am Lautsprecher. Und darum wurde die Röhre dann auch verbessert. Es gibt ein Datenblatt von 1955, da ist der Spannungsabfall an der Röhre schon kleiner. Und dann habe ich eine neue Röhre mal gemessen und festgestellt, jetzt ist er nochmal viel kleiner. Ist ja eigentlich schön, wenn Bauteile verbessert werden. Mit Siliziumgleichrichter ist dann der Spannungsabfall noch viel kleiner, da landet man hier unten bei ganz wenigen Volt. Aber das alles ändert natürlich die Eigenschaften eines Verstärkers. Vielleicht durchaus zum Guten, aber das muss eben jeder selbst entscheiden. Netzteilinnenwiderstand, Sagging und solche Dinge, das kann ja alles klangentscheidend sein. Und deswegen neue und alte Bauteile zu vergleichen, da sind wir jetzt völlig weg von der Frage Platine oder Lötösenleiste. Da geht es einfach um alt gegen neu. Und da können große Abweichungen sein. Nächstes, Transformatoren. Hier ein alter Fender-Schaltplan. Und da sieht man hier im Ausgang, das ist die Endstufe, die beiden Endröhren, einen Ausgangstransformator. Der heißt im Schaltplan TR3 und kriegt eine Codenummer. Fertig. Da gibt es keinerlei Daten zu Windungszahlen, Gleichstromwiderständen, Induktivitäten, Kapazitäten. An diese Daten ranzukommen, ist äußerst schwierig. Es ist aber bekannt, dass die Ausgangstransformatoren bei Gitarrenverstärkern sich im Laufe der Jahrzehnte geändert haben. Also auch das könnte ein Grund sein, warum ein mit Platinen hergestellter Verstärker anders klingt als einer, in dem Lötösenleisten sind, Point-to-Point-Wiring. Vielleicht hat der neue ja auch einen anderen Ausgangstransformator und klingt deswegen ein bisschen anders. Gibt also viele Gründe für die Lautsprecher, bringe ich gar keine Bilder, da weiß man ja, dass die sehr unterschiedlich klingen können. Nun, wo sind wir? Vergleich Printed Circuit Board gegen Point-to-Point Wiring. In der Zuverlässigkeit kann es sehr große Unterschiede geben,
Die ersten Platinen waren wohl bezüglich Zuverlässigkeit schlecht. Eine gute Point-to-Point-Verdrahtung ist sehr dauerhaft oder zumindest muss man sagen, kann sehr dauerhaft sein. Da gab es Unterschiede. Mit den Platinen kamen dann auch die Transistorverstärker, die andere Schaltungseigenschaften hatten. Und bei den Bauteilen muss man berücksichtigen, beim Schritt vom Handwiring zur Platine haben sich auch die Bauteile weiterentwickelt. Auch das kann ein Grund sein, warum später gebaute Verstärker anders klingen als früher gebaute. Jetzt geht es etwas mehr in die Schaltungstechnik. Jetzt geht es um die Leitungsführung, die nämlich auch Unterschiede hervorrufen kann. Bei der Leitungsführung wird es etwas schwieriger. Die erschließt sich nämlich nicht aus dem Schaltplan und auch nicht vollständig aus derartigen Layoutplänen. Wir sehen hier zum Beispiel Masseverbindungen, die durch ein Dreieck angegeben werden. Wo dieser Draht hingeht, sieht man in diesem Bild nicht. Und wir sehen hier parallel laufende Leitungen. Zwischen denen gibt es natürlich Kapazitäten, je nach Abstand. Je kleiner der Abstand, desto größer die Kapazität. Es sind keine dramatisch großen Werte, das muss ich gleich zu Beginn sagen. Es sind ein paar Picofarad, die aber durch spezielle Mechanismen dann in ihrer Wirkung doch vergrößert werden können. Wir sehen hier zum Beispiel rot markiert die Leitung vom Eingang. Von der Eingangsbuchse weg geht es hier durch, runter aufs Gitter der ersten Röhre. Hier, das wäre dieser Anschluss von den Eingangsbuchsen über 68 Kiloohm direkt aufs Gitter. Das ist der empfindlichste Punkt des Verstärkers. Diese Leitung läuft ungeschirmt, was Vor- und Nachteile haben kann. Geschirmte Leitungen schirmen, wie der Name sagt, den Innenleiter ab, erhöhen aber auch etwas die Kapazität. Man muss nicht zwingend mit geschirmten Leitungen arbeiten. Fenderverstärker haben das über Jahrzehnte ohne Abschirmung geschafft. Aber es gibt eben spezielle Effekte, kleine Koppeleffekte, die Leitungen, die hier laufen und in ziemlich dichter Nähe laufen, sind dann Leitungen, die zum Beispiel hier von der Anode weggehen oder das nächste Gitter. Das heißt, hier entstehen in dieser Schaltung kapazitive Verkopplungen. Wenn jetzt jemand ein Platinenlayout erstellt, dann kann es natürlich sein, dass die Abstände ganz anders sind, dass sich diese Koppelkondensatoren etwas verändern und dass deswegen das Hochfrequenzverhalten der Schaltung ein klein bisschen anders ist. Ob das jetzt besser oder schlechter wird, kann man nur im Einzelfall beurteilen. Was passiert hierbei im Detail? Hier sehen wir mal ein Bild aus einem alten Fenderverstärker. Da sind solche Leitungen teilweise direkt verdrillt. Das heißt, zwischen ihnen gibt es kleine Kapazitäten. Und diese kleinen Kapazitäten, hier mal am Beispiel von Anode zu Gitter gezeigt, vergrößern sich in ihrer Wirkung durch den sogenannten Miller-Effekt. Auch intern in der Röhre gibt es eine Kapazität, die sogenannte Gitter-Anoden-Kapazität, die ich hier mal extern eingezeichnet habe. Die würde man nicht als Kondensator an die Röhre anlöten, das ist eine interne Kapazität, aber hier ist mal die Röhre ideal gezeichnet und die Kapazität sitzt hier, dass man sie leicht berechnen kann. Wenn man jetzt den Eingangswiderstand berechnet zu einer Röhre, dann ist die ganz einfache Betrachtung, die Röhren sind beliebig hochohmig, der Eingangswiderstand ist ein Megohm. Das ist nicht ganz falsch, aber ein bisschen was fehlt. Dieses bisschen ist die Eingangskapazität, deswegen spricht man auch nicht vom Eingangswiderstand, sondern von der Eingangsimpedanz. Und die Eingangskapazität ist nun nicht diese Gitteranodenkapazität, die wird ungefähr im typischen Gitarrenverstärker um den Faktor 50 vergrößert. Ganz genau 1 minus Verstärkung, Spannungsverstärkung, und weil die Spannungsverstärkung negativ ist,
ergibt sich hier ein Wert von ungefähr 50. Naja, jetzt wenn man für die Röhre mal Datenblatt 1,6 bis 1,7 Picofarad ansetzt und für den Röhrensockel auch noch einige Zehntel Picofarad, sodass man hier bei 2 bis 3 Picofarad ist, mal 50, dann ist es der Wert, den ich auch bei einer Vielzahl von Gitarrenverstärkern gemessen habe, so ungefähr 150 Picofarad Eingangskapazität. Die kann sich jetzt aber ändern, wenn beim Layout Kopplungen verschiedener Leitungen passieren und wie wir gesehen haben, diese Kopplungen gibt es. Es ist kein extremer Effekt nochmal. Wenn jemand ein längeres Gitarrenkabel nimmt, dann hat es ähnliche Auswirkungen auf die Tonabnehmerresonanz. Da ist man ja schnell bei 1-200 Picofarad pro Meter, Minimum vielleicht 70 Picofarad pro Meter. Und wenn jetzt jemand ein hochkapazitives Kabel nimmt, mit einem Nanofarad vielleicht, dann spielt es keine große Rolle mehr, ob so eine Eingangskapazität jetzt 50 oder 100 oder 200 Picofarad ist. Aber es sei eben erwähnt, es gibt ja auch Leute, die Wert legen auf Gitarrenkabel mit sehr kleiner Kapazität und da könnte dann vielleicht so eine Änderung in der Eingangsimpedanz schon ein bisschen eine Rolle spielen. Es kann auch noch ein anderer Effekt kommen. Manche Verstärker erzeugen eine ziemlich große Verstärkung, um sehr starke Verzerrungen zu ermöglichen. Und dann ist es auch möglich, dass Hochfrequenzschwingungen entstehen, wenn solche Kapazitäten, solche kapazitiven Kopplungen über mehrere Stufen verändert werden. Wenn also das Layout der Platine etwas seltsam ist. Wenn derjenige, der das Layout erstellt hat, noch nicht die große Ahnung hat von einem derartigen Schaltungsdesign. Deswegen also bei der Leitungsführung kann es durch unterschiedliche Kapazitäten zu einem Unterschied kommen zwischen einer handverdrahteten Schaltung und einer Platine. Man kann allerdings nicht sagen, welche von beiden die bessere ist. Man kann in beiden Fällen eine gute Lösung schaffen und eine schlechte Lösung. Das lässt sich nur im Einzelfall beurteilen. Eine zweite Möglichkeit, wo sich Platine und Handverdrahtung unterscheiden können, ist die Masseführung. Wir sehen hier so eine einfache Eingangsstufe, wie man es hier mal entnehmen kann. Da geht es rein, über einen Gitterableitwiderstand auf Masse. Die Kathode liegt auf Masse und der Ausgangsübertrager, Ausgangstransformator, liegt mit seiner Sekundärwindung auch auf Masse. Die Masse ist im Schaltplan ja immer nur als Dreieck gezeichnet. In vielen Fällen einfach auch nur als Querstrich. Ich nehme hier dieses Symbol, den Querstrich. Wo jetzt genau diese Leitung weitergeht, wie die mit den anderen verbunden ist, ob das jetzt von hier nach hier, nach hier und nach hier geht, oder ob die alle sternförmig ins Netzteil laufen, das sieht man dem Schaltplan nicht an. Und da kann nun Folgendes passieren. Beim Ausgangskreis hier, in diesem Sekundärkreis, fließen ziemlich große Ströme, mal als Beispiel 3 Ampere. Wenn jetzt dieses kleine Drahtstückchen hier nur 10 Milliohm hat, gibt es hier einen Spannungsabfall von 30 Millivolt und der überlagert sich der Eingangsstufe. In diesem Kreis hier wird entschieden, was die Röhre macht. Die wird gesteuert von der zwischen Gitter und Kathode anliegenden Spannung. Und die Spannung, die hier dazwischen ist, setzt sich eben zusammen aus den Summenspannungen in dieser Masche. Und das ist zum einen mal die Eingangsspannung, die von der Gitarre geliefert wird. Das ist die Spannung an der Kathode, am Kathodenwiderstand. Der ist aber kapazitiv überbrückt, sodass man in erster Näherung mal sagen kann, der Spannungsabfall hier dran ist praktisch null, unbedeutend. Aber dann eben auch noch diese Spannung. Und es macht deswegen einen sehr großen Unterschied, ob man jetzt die Kathode hierhin auf Masse legt oder ob man sie hier auf Masse legt. Das ist, wie gesagt, im Schaltplan nicht eindeutig zu erkennen. Und deswegen ist auch bei den Masseleitungen möglich,
dass sich Unterschiede zwischen Platine und Handverdrahtung ergeben. Nicht mal im Layout sieht man hier, wo diese Masseleitungen weitergehen. Wenn man Erfahrung hat mit Fenderverstärkern, weiß man, dass die gerne auf das Potentiometer raufgeführt werden und dann am Potentiometer angelötet werden. Das ist im Chassis, im Blechgehäuse verschraubt, hat also auch da irgendwelche elektrischen Kontakte mit anderen Potentiometern, die ihrerseits auch den Masseanschluss direkt aufs Gehäuse gelegt haben. Naja, das ist nicht klassisches Schaltungsdesign. Die reine Lehre besagt, alle Buchsen vom Gehäuse isolieren und das Metallgehäuse nur an einem Punkt an Masse legen. In dem Fall funktioniert es. Man kann da schon von dieser reinen Lehre abweichen. Man muss halt ausprobieren, wie ist das Hochfrequenzverhalten? Gibt es Verkopplungen? Gibt es sogenanntes Motorboating? Eine tieffrequente Kopplung, die auf entweder unzureichende Siebung, aber eben auch auf solche Masserückkopplungen passieren kann. In der Ausgangsstufe ist ja oft auch noch eine Gegenkopplung. Einige Verstärker sind gegenkopplungsfrei, typisches Beispiel AC30. Aber bei vielen Verstärkern, Fender insbesondere eben auch, gibt es vom Ausgang eine Gegenkopplung. Das heißt, wir haben einen Kreis über einen phasendrehenden Transformator. In der Schaltung sind dann auch noch Phasendrehungen. Und da kann aus einer Gegenkopplung eine Mitkopplung werden und dann fängt der Verstärker zu schwingen an. Deswegen also, ja, die Leitungsführung kann kritisch sein. Da können sich Unterschiede zeigen zwischen Point-to-Point und Printed Circuit Board. Nun zu den Isolationswiderständen zwischen den einzelnen Leitungen. Ein Beispiel, wo ich mal selbst erfahren habe, dass man da aufpassen muss. Eine alte Fenderschaltung. Hier ist so ein Board, auf das die Bauteile montiert werden. Ich hatte nicht das uralte Original, sondern einen recht guten Bausatz, der vollständig war, der gute Bauteile hatte. Und so ein Trägerboard, das sehr original ausgeschaut hat. Und dabei habe ich festgestellt, wenn man die Gitarre ansteckt und am Lautstärkeregler, am Volume Potty dreht, entstehen Kratzgeräusche. Nicht akustisch vom Potentiometer kommend, sondern aus dem Lautsprecher kommend, elektrisch, weil nämlich auf dieser Eingangsbuchse eine kleine Spannung ist. Und die kommt daher, dass auf der Platine hohe Spannungen und niedrige Spannungen sehr benachbart sind. An dieser Stelle hier liegen so ungefähr 280 Volt. Von da aus geht es über die Anodenwiderstände auf die Anoden der Röhren. Und in unmittelbarer Nachbarschaft ist hier der Eingang. Auch da drüben ist der Eingang. Und jetzt müsste die Platine auf diesem kleinen Stückchen sehr gut isolieren, weil die Widerstände hier hoch werden können. Nicht unbedingt ein Megohm, da liegt ja noch die Gitarre parallel. Aber wenn man das Pot ein bisschen zurückdreht, je nach Gitarre, können das schon ein 200 Kiloohm sein. Und das heißt, die Isolation hier muss schon diverse Gigaohm haben. Hatte sie nicht im Fall dieser Platine, sodass am Eingang eine kleine Spannung war. Das war lediglich ein bisschen lästig. Auf den Klang hat es noch keine Auswirkung, so groß war da die Potentialverschiebung nicht. Aber es zeigt, nur einfach optisch bzw. visuell den richtigen Eindruck erwecken, reicht eben auch nicht, es sei denn, man möchte sich hier Defizite einhandeln. Möchte man eigentlich nicht, wenn man heutzutage solche Verstärker nachbaut. Und da ist dann entweder wichtig, gutes Platinenmaterial, auch wenn FR4 ein bisschen anders aussieht als diese alten Materialien, oder eben an solchen kritischen Stellen nacharbeiten und zum Beispiel diesen Punkt hier aus der Platine rausnehmen. Da kann man ja auch entweder einen einzelnen Lötstützpunkt noch setzen, der gut isoliert ist,
Zur Not kann man sogar diese zwei Widerstände in der Luft stehen lassen. Ist nicht mehr ganz so betriebssicher, aber ist auch ein Weg. Oder man lässt es eben so und sagt, tja, so sind sie halt, die alten Verstärker. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das bei der Frage Platine ja oder nein auch immer sehr hoch gehandelt wird, zu diesen ganzen Voodoo-Mythen, zu Erklärungen von selbsternannten Experten, die von Schaltungstechnik dann aber letztendlich zu wenig Ahnung haben. Wenn in einer Gitarrenzeitschrift einer schreiben würde, Little Wing spiele ich in der Tonart Allegro, dann würden wohl alle in der Redaktion sagen, Gottes Willen zieht dem Typ den Stecker, was ist denn das für ein Blödsinn? Wenn aber einer schreibt, kaum zu glauben, dass durch solchen Plastikkram, gemeint ist eine Platine, mehr als 400 Volt Betriebsspannung fließen, dann wird das so gedruckt. 400 Volt Betriebsspannung fließen nicht. Das, was fließt, ist der Strom. Wenn einer so einen Satz schreibt, dann ist das nicht einfach ein Tippfehler, dann zeigt es, der Typ hat von Elektrotechnik viel zu wenig Ahnung. Sowas lernt man zu Beginn des ersten Semesters. Ja, stört ihn nicht so sehr, dann schreibt er halt, und ich kann auch oft nicht auseinanderhalten, wann Ströme fließen und Spannungen anliegen. Puh. Aber er schreibt regelmäßig über Schaltungstechnik. Da sollte man auseinanderhalten können, wann Ströme fließen und Spannungen anliegen. Er schreibt auch, ein massiver Draht klingt ein wenig anders als eine verdrillte Litze. Der Massivleiter klingt etwas stringenter, dynamischer und knackiger. Das ist so eine naive Analogiebetrachtung. Ein massiver Draht muss auch massiver klingen. Eine Litze, diese vielen faserigen, dünnen Drähte, das kann nicht richtig klingen. Ein massiver Draht klingt ein wenig anders als eine verdrillte Litze. Tja, und wenn man den Draht nicht aus Kupfer, sondern aus Silber macht, Silberdraht, das Klangergebnis hat hinterher allerdings wenig mit dem originalen Fender-Sound zu tun. Der Amp hatte zu viel Höhen und klang auffallend steril, wenn man Kupferdrähte durch Silberdrähte ersetzt. Nun sagen die Datenblätter, ja, Silber ist der bessere Leiter. Circa 6% besser ist die Leitfähigkeit von Silber im Vergleich zu Kupfer. Aber man muss dabei doch auch das Widerstandsniveau berücksichtigen, das bei einem Röhrenverstärker zumeist im 100 Kiloohm-Bereich liegt. Und selbst in der Kathodenleitung sind es noch diverse Kiloohm. Und das bedeutet, wenn man da jetzt Kupfer durch Silber ersetzt, dann sind die Unterschiede im Millionstelbereich an einigen Stellen sogar Milliardstel. Das alleine ist vollkommen irrelevant und zeigt wiederum, das ist nur Einbildung, was hier zu Papier gebracht wird, aber auch Einbildung kann eine Bildung sein. Wer es auf die Spitze treiben möchte, kann mit den sehr teuren dänischen Jensen-Kondensatoren experimentieren, Kupferfolie. Ich habe mal gelesen, die soll es wohl auch mit Silberfolie geben, was natürlich dann noch viel besser ist. Eine typische High-End-Lösung, die allerdings dann auch keine Wünsche offen lässt. Doch ich hätte da zumindest einen Wunsch. Diese Kondensatoren werden spezifiziert mit Toleranzen von -20% bis +30%. 30% Toleranz. 30 Euro und mehr für einen einzigen Kondensator sind schon ganz schön happig, meint der Herr Pipper. Ich möchte auf diese enorme Qualität aber dennoch nicht verzichten, schreibt er in der Zeitschrift Gitarium Bass. Tja, meine Meinung ist, ich kann darauf sehr wohl verzichten. 30 Euro für einen Kondensator mit 30% Toleranz, da kaufe ich mir lieber für 50 Cent einen mit 5% Toleranz. Der kann das mindestens genauso gut.
Herr Bieber schreibt noch mehr über Schaltungstechnik und Bauteile, zum Beispiel Folienkondensatoren klingen etwas anders als Polypropylen. Das muss man natürlich alles wissen, wenn man jetzt Platinen mit Point-to-Point-Wiring vergleicht. Der Hersteller von Kondensatoren schreibt, Polypropylenkondensatoren sind Folienkondensatoren, wie man hier sieht. Also, solche Sätze, das ist einfach Unsinn von vorne bis hinten. Über defekte Röhren hat er mal geschrieben, der Glaskolben, der innerlich vakuumiert wurde, das ist richtig, hat dann Luft gezogen, auch das kommt vor, und da Sauerstoff sich bekanntlich bei Hitze entzündet, hinterlässt dieser Vorgang entsprechende Brandspuren in der Röhre mit Bild dabei, habe ich jetzt nicht abgebildet. Da lasse ich jetzt einfach mal die Internetgemeinde zu Wort kommen, das kann jeder selbst lesen. Tja, es wäre schön, wenn dem endlich mal der Stecker gezogen wird und er nicht Monat für Monat derartigen Unsinn verbreiten könnte. Über eine AC30-Reparatur schreibt er beispielsweise, da müssen sämtliche Widerstände gemessen werden. Bei manchen geht das allerdings nur, wenn man sie vorher auslötet. Dass da mal ein Buchstabe durcheinander kommt, das wäre nicht das Thema, das kann immer mal passieren. Aber wenn der Verstärker nicht richtig funktioniert, dann müssen sämtliche Widerstände gemessen werden. Nee, nicht zwingend. Da rechnet man mal kurz die Arbeitspunkte der Schaltung nach und misst und schaut mal, wo gibt es Abweichungen. Das setzt allerdings voraus, dass man die Schaltung berechnen kann. Wenn man das nicht kann, sollte man nicht als selbsternannter Amp-Experte auftreten. Und dann muss man nicht sämtliche Widerstände nachmessen. Denn er hat recht, bei manchen geht das allerdings nur, wenn man sie vorher auslötet. Und auslöten kann man sie manchmal gar nicht so einfach, weil die Anschlussdrähte fein säuberlich um Lötösen rumgebogen und dann verlötet wurden. Und dann muss man sie tatsächlich mit dem Seitenschneider rausschneiden. Dann kann man sie nachmessen. Und dann sind die Drähte abgeschnitten. Das erinnert mich ein bisschen an Statistikvorlesungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute sprechen wir mal über den 100%-Test in einem Unternehmen, das Zündhölzer herstellt. Ja, man kann auch alle Widerstände 100% testen, indem man sie rausschneidet. Dann weiß man, naja, lassen wir es. In einem Fox AC30 sind ungefähr 85 Widerstände, wenn man die POTIS noch mitzählt. Hier schön zu sehen, schön eingelötet. Und wenn der nicht richtig funktioniert, was oft vorkommt, ich weiß, wovon ich spreche, ich habe auch so eine Krücke im Keller rumstehen, dann muss man schauen, was ist defekt. Und da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten. Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, sämtliche Widerstände nachzumessen. Ich messe die Frequenzgänge, ich messe die Arbeitspunkte, ich schaue mir gegebenenfalls die Verzerrungen an. So macht man das, wenn man sich mit der Schaltungstechnik auskennt. Möchte man einen Sound erreichen, der möglichst nahe dem Originalvorbild entspricht, orientiert man sich am besten an den klassischen Baumaterialien. Und da sieht man nun, wo das Problem sitzt. Man kann natürlich sagen, wenn man so einen Verstärker so herrichten möchte, dass er dem Original entspricht, dann wirft man die Platine raus und baut alles mit den klassischen Baumaterialien nach. Dazu muss man nicht so richtig verstehen, wie das eigentlich alles funktioniert. Man beschafft sich die Originalmaterialien und kann dann sagen, Vintage. Also eigentlich schon lauter neue Bauteile, aber trotzdem, das ist der Vintage-Verstärker. So macht man es auch mit den Tonabnehmern. Da sucht man jahrelang, um den originalen Wickeldraht noch zu finden, mit dem auch Leo Fender seine berühmten Tonabnehmer gewickelt hat oder wickeln ließ.
Und dieser Draht ist natürlich sündhaft teuer, aber es ist der Originaldraht und es ist der Originalsound. Es wäre doch viel besser, die Übertragungseigenschaften dieser Baugruppen zu bestimmen. Um mal bei den Kondensatoren die Verlustfaktoren über der Frequenz zu messen, habe ich noch in keiner dieser Zeitschriften gefunden. Oder mal die Eingangs-Ausgangsimpedanzen zu messen, Übertragungsfunktionen, Nichtlinearitäten, nix. Der Weg ist nicht, die Funktion dieser Verstärker oder auch Tonabnehmer zu erfassen, zu dokumentieren, sondern der Weg ist, möglichst nahe am Original extrem teure Bauteile zu kaufen und dann zu sagen, das ist jetzt der bestmögliche Sound. Ich habe da eine andere Auffassung. Hier sehen wir das Selbstverständnis. Viele Leser glauben nun, ich könne als sogenannter Amp-Experte die Welt mit zwei, drei kurz formulierten Tricks wieder gerade rücken, schreibt der Herr Pipper im Jahr 2007. Mir spontan durch den Kopf gegangen, als Charlatan wird eine Person bezeichnet, die vortäuscht, ein bestimmtes Wissen oder bestimmte Fähigkeiten zu besitzen, um damit Geld, Ruhm oder andere Vorteile zu erlangen. Es kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man in keinem der Zeitschriftenartikel vergisst, diesen Distributor mit den drei Buchstaben immer wieder zu erwähnen und darauf hinzuweisen, dort könnte er die Bauteile kaufen. Kann auch ein Vorteil sein, vielleicht kriegt man von dem dann was. Kann sein, muss nicht sein. Diesem Vorwurf, Wissen vorzutäuschen, kommt man jedoch leicht aus, indem man irgendwo mal schreibt, liebe Leute, ich kenne mich ja sowieso nicht aus. Und schon ist die Sache geritzt. Was kommt raus? Als Fazit, PCB versus PTP. Es kann Unterschiede in der Zuverlässigkeit geben. Die ersten Platinenverstärker waren da wohl noch nicht am Zenit ihrer Qualität. Eine gut gemachte Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung ist schon sehr dauerhaft, was nicht heißt, dass das mit Platinen generell nicht geht. Wenn eine Platine richtig entworfen wurde, wenn sie durchkontaktiert ist und als Material FR4 verwendet wurde, dann kann das auch Jahrzehnte durchhalten. Die ersten Transistorverstärker, die auch, aber nicht immer, auf Platine realisiert wurden, waren ebenfalls noch keine Wunder an Qualität und Zuverlässigkeit. Auch die haben möglicherweise die Platine etwas in Misskredit gebracht. Bei den Bauteilen ist zu berücksichtigen, die ändern sich im Lauf der Jahre. Einen alten Point-to-Point-Verstärker zu vergleichen mit einem Jahrzehnte später gebauten Platinenverstärker hat eben Unterschiede, die auch an den Bauteilen liegen können. Die Leitungsführung kann im oberen Frequenzbereich für kleine Änderungen sorgen. Die Kapazitäten zwischen den Drähten bzw. zwischen benachbarten Platinenbahnen können und werden unterschiedlich sein. Und auch bei der Masseführung kann es Unterschiede geben. Die Isolationswiderstände können unterschiedlich sein, insbesondere wenn schlechtes Platinenmaterial verwendet wird. FR4 ist in der Regel gut, aber alte Hartpapierplatinen können hygroskopisch sein, Feuchte einlagern und damit zu geringe Isolationswiderstände haben. Dadurch können sich die Arbeitspunkte verschieben. Schaltungsverbesserungen können vorgekommen sein. Es ist durchaus möglich, dass ein Entwickler gesagt hat, wenn wir die Schaltung jetzt schon auf Platine aufbauen, können wir gleich noch hier und da und dort ein paar Fehler beseitigen. Ob das dann wirklich Fehler waren, ob es besser oder schlechter wurde, muss man im Einzelfall entscheiden. Es ist auf alle Fälle möglich, dass die zwei Verstärker, die den gleichen Namen tragen, einmal mit PTP, einmal mit PCB, ja auch sonst noch einige andere Unterschiede haben. Andere Ausgangsübertrager zum Beispiel. Oder hier und da einen kleinen Kondensator, der vielleicht doch auf den Klang eine Auswirkung hat. Zuletzt in der Welt der selbsternannten Schaltungsexperten gibt es unzählige Mythen
und Märchen über das Funktionieren der Schaltung. Da möge jeder seinen Weg finden. Für den Gläubigen hilft auch hier die Bibel. Ihr Lieben, glaubet nicht einen jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Jeder Gläubige, der das Wort der Wahrheit klar und unverkürzt verkündet und der die Bibel sorgfältig studiert, ist imstande, eine falsche Doktrin zu identifizieren. Und ihr wisset alle, was die Bibel ist.